Jetzt haben wir auf der Tagesordnung stehen Tagesordnungspunkt 14 und 15. Dazu darf ich Ihnen mitteilen, dass es eine interfraktionelle Vereinbarung gegeben hat, den Bericht des Landesausschusses, des Landesschuldenausschusses für 2018 und Tagesordnungspunkt 15, das ist der 69. Bericht Landesschuldenausschuss der Schulden im Jahre Haushaltsjahr 2019 ohne Aussprache in den Haushaltsausschuss zu überweisen. Das vorgesehen ist, dass der Haushaltsausschuss hierzu Beschlussempfehlungen an das Plenum abgibt. Wenn ich keinen Widerspruch höre, dann machen wir das so.